Senftenberg zieht in den letzten Jahren immer mehr Touristen an. Der See und generell das Lausitzer Seenland sind hierbei die größte Attraktion. Die Stadt hat aber deutlich mehr zu bieten. Im Zentrum liegt das Rathaus und vor diesem der Markt. Hier findet jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag der Wochenmarkt statt. Außerdem sind viele Cafés und Geschäfte nicht weit. Darunter auch besondere wie eine Kaffeerösterei, welche das älteste Gebäude am Markt ist. Das Rathaus selbst wurde geschichtlich zum ersten Mal 1423 erwähnt. Nach einem Brand 1641 wurde es neu erbaut. 1998 wurde das Rathaus eingeweiht, wie man es heute kennt. Dafür gab es den Brandenburgischen Architekturpreis. Außerdem ist die Stadt Senftenberg für ihre Festungsanlage mit dem Burgwall und dem Schloss bekannt. Die Anlage entstand im 16. Jahrhundert auf dem Fundament einer mittelalterlichen Burg. Seit mehr als 100 Jahren wird die Festung als Museum genutzt. Es gibt jährlich Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Weihnachtsmarkt. Eine Besonderheit des Museums ist das Schaubergwerk. Hier können sich Besucher in die Anfänge des Bergbaus versetzen. Der Erdwall, der die Festung umgibt, ist unter den erhaltenen Festungen Deutschlands der größte. Für Fans von alter Architektur gibt es in Senftenberg noch ein besonderes Highlight: die Gartenstadt Mager. Die zwischen 1907 und 1915 erbaute Werkssiedlung wurde von vielen als erste Gartenstadt Deutschlands bezeichnet. Es gibt ca. 78 Häuser und einen eigenen Marktplatz. Der Architekt war Georg Heinsius von Meyenburg. Die wohl bedeutendste Sehenswürdigkeit Senftenbergs ist der Senftenberger See mit seinem modernen Hafen. Dieser Hafen verfügt über zahlreiche Liegeplätze für Boote, eine Seebrücke, ein Restaurant und einen Hafenstore. Der See ist ein bedeutender Teil des Lausitzer Seenlandes. Er ist ein ehemaliger Tagebau und wurde 1973 eröffnet. 2023 feiert er seinen 50. Geburtstag. Diese Seen hat Senftenberg viele schöne Ecken zu bieten. Des Weiteren wird im Seenland immer weiter an neuen Attraktionen gearbeitet.